Linguistik in 60 Sekunden Nummer 10 Kongruenz. Mir ist der Unterschied zwischen Kongruenz und Rektion nicht klar. Teil 2. Was versteht man unter Kongruenz? Eisenberg definiert Kongruenz wie folgt. Eine Konstituente F1 kongruiert mit einer Konstituente F2, wenn F1 bezüglich mindestens einer Einheitenkategorie von der Einheitenkategorie von F2 abhängt. Kongruenz ist demnach eine Relation, die ausschließlich die Flexionskategorien von Konstituenten betrifft. Sie tritt beispielsweise zwischen Substantiven und ihrem Artikel auf. Im Beispielsatz Peter bricht die Schokolade in zwei Teile hängen die Flexionseigenschaften des Artikels die, Kasus Akkusativ und Numerus Singular vom Substantiv Schokolade ab. Ebenso verhält es sich mit den Flexionskategorien Akkusativ und Plural, beim Substantiv Teile und seinem Attributiv gebrauchten Adjektiv 2. Eine weitere Kongruenzbeziehung besteht zwischen den funktionalen Einheiten Subjekt und Prädikat. Folglich kongruiert Peter im Numerus, sprich Singular, mit dem finiten Verb bricht. Stünde statt Peter das Personalpronomen er, würde darüber hinaus auch Kongruenz hinsichtlich der dritten Person vorliegen. Die verwendete Literatur und die Infografiken finden Sie im Kommentarbereich verlinkt.